you picked the right place, Cole. A city that needed an honest cop like a thirsty man needed water. You'd heard the stories, but you weren't interested. You were here to fight the good fight, solve cases, right wrongs. The force is like politics. There's no sitting on the fence. You have to choose sides. A brown paper envelope, or a Greyhound ticket to Palookaville. It could only ever end one way. All units to 211 in progress and shots fired at Westlake Savings and Loan, 1415 West 3rd Street. Unit to handle, identifying code 3. We'll take that. It's only a couple blocks from 14 here. Adam calling KGPL. We'll handle the 211. Roger that, 14 Adam. Be advised, suspects are armed and dangerous. Roger, KGPL. 14 Adam on route. Auf geht's! So, wir spielen also sozusagen den Jim Gordon von L.A. im Jahr 1946, wenn ich das richtig verstehe, ja? Gut, freut mich, ich mag Jim Gordon. Mal sehen, wie ich mich so an Peps gewöhnen kann, an Cole. Oh, das muss so sein, das gehört sich so. Die war im Weg, die Stadt hat beschlossen, das wegzureißen. Westlake Hypothekenbank, 9.18 Uhr. Oh, nice! So, dann bin ich mal gespannt, wie es mit dem... linke Taste... Was? Nein! Geh mal zurück! Mann, die Hinweise verschwinden viel zu schnell, das ist schrecklich! Es ist schrecklich! So, gut, dann... Okay, wir haben bloß einen Punkt als Zielvisier. Der taucht gleich wieder ab. Naja, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Wie so einiges in dem Spiel, was die Steuerung angeht, muss ich sagen. So, für den Freund hat sich's aber gerade erledigt. So, und dann holen wir uns den anderen gleich mal. Kann man den nicht ohne Deckung? Na klar. So. Gut, Zielsicherheit war jetzt gerade nicht so meine Stärke. Take it slow. Backup will be here soon. Wie viel Schuss haben wir denn eigentlich? Sagt mir das jemand? LAPD, put down your weapons. The bank is surrounded. I'm offering you a chance. Not a fucking chance, copper. You got any closer? Nazi. Stay down. Nicht so schlau. Ich kann ja auch aus der Ferne ins Gesicht schießen, wenn du bloß gerade so drüber lunschst. Das ist mir egal. Aber wenn du es anders willst, dann komme ich halt rein. Mach das nochmal und du bist tot. Ich sag ja. Das ist schlau. Das ist total schlau, sich so zu verstecken. That's naja. It. We got them all? I think we got them, Cole. Should be all clear. Yay. Lieutenant Hopkins says anytime you reach for the shotguns, you're either gonna end up dead or wearing a citation. So I guess... It's okay, Ralph. You did well in there. Glad you have my back. Man couldn't ask for a better partner. This kind of opportunity comes along once in a lifetime, Hank. I have to grasp it. You have to survive it first, Cole. Here are the veterans. The Japs love to shoot officers. If I can make a name for myself in this war, my future... Thinking of taking on a company of the Emperor's finest single-handed? You don't seem the Sergeant York type to me. When I need your opinion, Kelso, I'll ask for it. They talk about officers like you in boot camp, Cole. They call it the Custer Syndrome. Guys who go around dreaming of fame and glory and getting all of their men killed in the process. Our duty is to lead, Kelso. And their duty is to die for your wonderful future? Hätte gar nicht gedacht, dass Cole so aufstrebend ist. Cole Phelps and Jack Kelso. With some people, it's as simple as chemistry. Two guys who should have been friends, but their personalities got in the way. Phelps, a good guy, but wound way too tight. And Kelso, a quiet man who could never walk away from a fight. Well, it's a shame you don't like to talk about it, Cole. Ralph,
Friends who want to stay friends don't discuss religion or politics. In my case, you can add the war to that. I know that bum. Wendell Bowers. I put him away before he jumped parole. Get after him, Phelps. I'll head him off in the car. Na danke. Wieso muss ich denn wieder rennen? Na gut, schauen wir mal, was für eine Ausdauerkurs so hat. Hauptsache die Taschenlampe rausholen. So, schön stehen bleiben. Allzu weit wird er wohl nicht kommen. Na super. Und hab mir schon fast. Allzu viel tun muss ich ja nicht gerade. Außer die Taste nach oben gedrückt halten. Warum hältst du dich nicht an seinem Fuß fest? Ich frage mich bloß, was es ihm bringt, jetzt aufs Dach zu gehen. Ach, ein Traum. Ich sehe es schon. Am Ende liegt einer unten und weint. You assholes already screwed me once. Gut, hier gibt es nicht allzu viel, was man falsch machen kann. Eigentlich muss man nur rennen und nach vorne gedrückt halten. Das war so klar. Na gut. Komm schon. Die Kämpfe sind ziemlich einfach, muss ich sagen. How you doing, Wendell? Your parole officer's feeling lonely. He's got a hole in his life for an asshole like you. You can make it up to him in 10 years time. Watch your head. Wie hat er denn jetzt eigentlich da runtergeholt? We'll be back in the Iron Hotel by tomorrow night. Nice work, Cole. You run track in high school? Kommen wir eigentlich so ein bisschen später mal weg von den kleinen Mini-Episoden? Die sind doch ein bisschen sehr kurz. Part of the tradition of the Marine Corps and being an officer in the Marine Corps is the ability to make tough decisions. The right decision is not always the popular one. The right decision will get the men you care about killed. These ratings and your ability to give them frankly and truthfully directly affect your chances of successfully becoming a Marine officer. Candidate Phelps, you have the floor. Esprit de Corps. Merrill, 10. Franklin, 8. Weiss, 8. Donahoe, 6. Kowalski, 6. Hudson, 5. Kelso, 2. Leadership. Donahoe, 8. Franklin, 7. Merrill, 6. Kowalski, 6. Weiss, 5. Hudson, 5. Kelso, 1. Candidate Kelso! I'm sorry, Captain, but I joined the Marine Corps to fight the enemy, not get involved in this schoolboy chicken shit. Kelso, in my office, now! Der Freund Kelso ist wahrscheinlich nicht für den Offiziersjob gemacht. For every cop, there's the case that makes you. Gives you that leg up. Gets you recognized as the shining new star in the squad. The case that you solve that shows that you have the gumption, the gung-ho, that get up and go to make you stand out from your average rank and file patrolman. This could be the one, Cole. LAPD, could you stand clear of the body, please? Has anyone called an ambulance? We've called an ambulance and the police, but I'm afraid he's dead. Alan Harper spielt mit? Okay, stand further back and move along. It's your choice, but make it quick, people. Hey, Cole. You got here quick. My beat crosses 7th Street. Okay. You're first reporting, then. We'll get a perimeter going and move the crowd on. You better see what you can find out before the homicide dicks show up. I'll be with you in a moment. Na dann schauen wir mal. Erstmal die Leiche untersuchen. Ich fand interessant, dass er Buddy mit Verletzten übersetzt hat hier. Broad daylight. Crowded street. I've seen everything. Zwei Schuss. Untersuche den Kopf und die Arme des Opfers. Lungenschuss. Nehme ich mal an, wenn es aus dem Mund kam.
Kann ich da irgendwas Besonderes noch mitmachen? Ich weiß es nicht. Gut, schauen wir noch die Arme an. Das sind nicht die Arme, aber okay. Bank of Arcadia. Was? West 3rd Street, Westlake. Name Siegerletter, Adresse Apartment 5. South Broadway, Artikel bla. Perlenohrringe, ja super. Schön. Eine Rechnung. Oder wenn es von der Bank ist, vielleicht hat er es irgendwie eingelöst. Das könnte auch sein. Ah, okay. Ja, bitte Arm. Ja, genau. Danke. Kann ich hier irgendwas? Diese Steuerung ist irgendwie komisch mit dem Herumgedrehe. Gibt es denn da irgendwas, was ich machen kann? Nee, ne? Vielleicht kann ich ja noch den anderen Arm? Nein, kann ich nicht, wie es scheint. In der Tasche ist nichts. Ich will das Gesicht nicht nochmal untersuchen, das kenne ich schon. Na gut, ich glaube, mehr werden wir da nicht rausfinden. Gibt es ansonsten irgendwas, das wir hier finden können, ist die Frage. Aha. Aber hier liegt ja nichts weiter rum, oder? Der Gehweg ist ja zum Glück relativ sauber. Das heißt, wir müssen uns nicht durch den Müll wühlen. Vielleicht hier im Mülleimer. Der sieht doch aus, als ob er von Interesse wäre. Bingo! Gut, kannst du das mal rumdrehen irgendwie? Cole, kannst du bitte mal... Hallo, was war das denn? Oh, dieses Gedrehe, das macht mich fertig. Ah! FN Browning, Serial Number 01138. I need to run by a gun store. Eagleson's gun store is a couple blocks from here. Tja, der Fluch der Waffenläden und der freien Waffenbenutzung in Amerika, ne? Jedes Land sieht das ein, dass es eigentlich Schwachsinn ist, dass jeder eine Waffe besitzen darf und jeder damit rumballern kann, wie er will, aber die Amis nicht. Ja, ich guck mich bloß mal ein bisschen hinter der Kasse um. I'm Officer Phelps, Miss. I'm here about the shooting. Did you know the victim? He was my boss. Mr. Gage. Mr. Gage's first name? Everett. And you are? Galleta. Clovis Galleta. Okay, Clovis Galleta, Augenzeugenbericht. Zeugeninformationen werden links eingetragen. Aha. Fragen stehen auf der rechten Seite. Schön, schön. Ich würde dann gern loslegen. Darf ich? You think you could tell me exactly what happened, miss? I look around the shops at lunch. I was in a store when Mr. Gage, my boss, bursts in yelling that I'm late on my lunch. And? We came back. I was angry. I walked in front. I heard shots. I turned and saw Mr. Gage fall. Muss ich mich jetzt schon entscheiden, ob das eine Lüge war oder die Wahrheit? Ich zweifle das mal an, denn sie kam mir gerade ein bisschen merkwürdig von der Mimik hervor. Also sie hat zwar erst so auf Tränendrüse gemacht, jetzt sieht sie aber gerade wieder relativ gefasst aus und wirkt eher so auf mich, als ob sie überlegt, was sie noch erzählen kann. I'm having a hard time believing that, young lady. You want to be taken to a police cell? You're hardly any older than me. Don't you dare talk to me that way. A man is dead, Miss Galleta, and it's a criminal offense to lie to a police officer. I will take you downtown. Get out! Get out right now! Send in one of the other policemen if you must, but I won't say another word to you. Sorry, aber ganz ehrlich, das ist beschissen geregelt. Also, dass ich jetzt hier sofort sagen muss, ja, Wahrheit, Lüge und so, und dass ihm das dann angekreidet wird, wenn man es sich falsch entscheidet, ist Schwachsinn einfach. Du kannst es nicht daran festmachen. Und vor allem musste ich ja noch gleichzeitig hier den blöden Erklärungstext lesen. Also ich finde, es ist zwar gut insgesamt von der Idee her gemacht, aber ist nicht gut umgesetzt. So, jetzt gucke ich mal das blöde Büchlein rein hier.
Also die Umsetzung, weiß ich nicht, die gefällt mir nicht so richtig bisher. So, ich habe das jetzt aber nicht ganz gecheckt mit den Intuitionspunkten, was die mir dann bringen. Ja, Untersuchungen unterstützen, wunderschön. Aber ich habe ja sowieso noch keine, von daher ist es ja egal. So, würde ich sagen, gehen wir mal zum Waffenladen. Was anderes haben wir eh gerade nicht auf der Liste. Hier werden wir, glaube ich, nicht mehr... We have the murder weapon? No murderer. Girl saw it all, but she clammed up on it. Eagleson's gun store is a couple blocks from here. You thinking what I'm thinking? Tate, maintain the perimeter. Wunderbar. Waffenladen Eagleson zu untersuchen. Ich könnte mich immer noch drüber aufregen, dass das jetzt mit diesem wahr oder falsch Ding hier war. Das ist blöd. So. Da fahre ich auch gleich mal wie ein Assi, ist mir egal. Aus dem Weg. Ich ramme alles weg, was mir in die Quere kommt. She's a store assistant, not a prisoner of war. Is that supposed to be funny? I'm just saying that sometimes you need to pour some sugar on these broads. A little bedside manner can go a long way. And since when are you the expert? We got the murder weapon, didn't we? You shouldn't dole it out if you can't take it, Phelps. She was a looker, though. Tell me I'm wrong. No wonder you're suddenly so obsessed with bedside manner. Ach, das ist blöd. Das ist einfach, weiß ich nicht. Normalerweise würde man doch auch einen Zeugen nicht sofort nach der Tat verhören, oder? Man hätte doch zumindest ein bisschen Zeit dazwischen. Naja, egal. Schauen wir mal rein und schauen mal, ob wir wieder so viel Glück haben wie beim letzten Mal. Officers, what can I do you for? Officers Phelps and Dunn, Sir, Wilshire Division. We need you to trace a serial number. Sure. What's the make and model? FN Browning, model 1922. The serial number is 01138. You don't say. Well, I didn't sell it. Europeans love them, but it's pretty rare you find one over here. Although I did have one in here a couple of weeks back. Remember the owner? Yeah. Callow. Edgar Callow was his name. Thing looks like he'd never been fired, but he brought it in here for cleaning anyway. And he bought a box of cartridges and he left. You know where we can find Mr. Callow? Told me he was on his lunch break. Said he worked at Hartfield's jewelry store just up on Broadway. Thanks for your help. Na, so ein Glück, dass der so redselig war. Gut, wäre noch besser gewesen, wenn der Kerl gleich die Seriennummer mit aufgeschrieben hätte beim Reinigen. Aber egal. So, dann machen wir mal zu mir bei dir. Und schauen mal, ob wir dem Kerl mehr anfangen können. Vor allen Dingen, ich habe ja noch nicht mal gesagt vorhin, ich könnte mich immer noch geistig drüber aufregen, über diese Fragestunde da. Ich habe ja noch nicht mal gesagt, hey, du lügst, sondern ich habe es nur angezweifelt. Ich bin ja noch die sanfte Variante gegangen, ne? Weg. So, schön, dass alles gleich um die Ecke ist. Und dann mal rein. Officer, can I interest you in a new watch? Bestimmt. Deswegen kommen wir in Uniform hier rein. Officer Cole Phelps, are you Edgar Callow? No. Mr. Callow is out back. He said he'd lie down. I'll buzz him for you. Son of a bitch! Go, Cole, go! Das war irgendwie klar. Na gut, hinterher. Das Spielchen kennen wir ja schon. Oder er geht sogar automatisch um die Ecke rum. Das ist aber freundlich. Sehr zuvorkommend. Was hat er eigentlich für eine Stahlschulter, dass er die Türen auframmen kann? Gut, dass Cole ziemlich viel Ausdauer hat. Ich schieß doch nicht auf den. Warum zeigt er mir solche seltsamen Sachen an da oben? So, ein bisschen brauchen wir noch. Dann sollten wir ihn eigentlich... liegen können, oder? Stück näher noch, komm schon. Don't make it worse, Kalu. Aber ich schieß doch jetzt nicht auf den, oder? Wieso zeigt er mir denn das an? Ah, wenn er jetzt so weit weg ist. Okay, man soll das nicht machen. Warum schreibt ihr das hin, wenn ich es nicht machen soll? Ihr seid seltsam, ihr seid echt seltsam. Gut, neuer Versuch. Das habe ich jetzt echt nicht verstanden. Also das Spiel
Officer Cole verstehe ich momentan noch nicht Edgar ganz. Kalu? No. Mr. Kalu is out back. He said he'd lie down. I'll buzz him for you. So, ich gehe schon mal rüber. Go, Cole, go! So, aber jetzt müsst ihr mir mal erklären, wieso stand denn da, dass ich die Waffe zücken und schießen soll, um mich, oder... Ach, ich versteh's nicht. Warum steht das da? Vor allen Dingen diese Hinweise, die sind auch nur ganz kurz, tauchen die auf, ne? Wie soll ich mich denn auf das Spiel konzentrieren und gleichzeitig in diesem kurzen Moment das lesen? Ach, okay. Der beschleunigt nochmal, wenn ich die linke Maustaste drücke. Das müsst ihr mir doch sagen. Edgar Kalu, you're under arrest for the murder of Everett Gage.